Okay. Das sind meine Leute. Red mit ihnen. Du bist wie? Wie jetzt? Wissen die, dass ihr hier seid? Das hier ist unser Revier, unser Zuhause. Euer Revier? Okay, krass. Keine Geister sein. Dushan, sei ein Geist. Du musst still sein. Unsicht. Ah, das wird schwierig. Ihr kennt den Weg rein? Wurde mir gesagt. Ja, Garage. Von hinten. Aber pssst, leise, ja? Was Interessantes da drüben passiert? Einer versteht mich. Danke. Seit wir hier sind, ist alles ruhig. Niemand rein, niemand raus? Nun ja, einmal sind sie raus für Proviant. Okay. Hallo. Ich mach mal ein bisschen auf mich aufmerksam, wenn da jemand so dumm rumspringt, das wird man ja wohl merken. Alter, leise ist überhaupt gar nicht so mein Ding, ne? Okay. So, ich gehe jetzt schlafen, so bis Donnerstag oder Freitag. Gute Nacht, Nacht. So früh schlafen gehen. Was ist denn hier los? Sekunde Ruhe. Das ist der Falsche. Scheiße. Ja gut, jetzt hätte ich den eigentlich abmurksen können, ne? Aber die beiden kann ich halt nicht abmurksen, das ist das Problem. Die stehen ja direkt nebeneinander, du. Hätte in der Zeit auch trainieren können. Ah, okay, ich kann einfach hier hinterlaufen. Ah, alles klar. Okay, da ist noch einer. Aber es ist, glaube ich, alles so gemacht, dass ich hier auch schleichen kann. Easy Game. Da sind zwei. Sitzen nur da. Bist du cool? Ach, weiß ich auch nicht. Sitzen nur da und gucken. Tobias könnte sich für eine verschissene Ewigkeit gucken. Warum? Was ist jetzt schon wieder passiert? Okay, einfach weg. Warum auch nicht? Okay, shit, die sehen mich, oder? Haben jetzt Komas zu 1,3. Wait. Billionen, also deutsche Billionen. Okay, bin drin. Sehe ich. 1,3. Okay. Hätten sie das mal mir gegeben, hätten sie mehr von. Nicht mehr. Die Animals haben sie repariert. Geht hier vor. Warte, wer war das? Was glaubst du? Der Runner, den wir suchen, wollte dich hacken. Mit der extra Eis von uns. Ist erstmal alles okay. Also, ach, guck mal hier. Weiß er, dass ich hier bin. Fliegende Pizza nehme ich mit.
Manchmal ist das Wegfindungsmodul ganz komisch hier. Okay, da sind Cameras. Du da, dich machen wir mal eben aus. Kriegen wir hin. Okay, hier sind ganz viele fliegende Sachen, das ist sehr merkwürdig. Ach nee, die hängt hier. Ah, dann ist er okay. Sagen, einer Billion? Haben sich aber gegönnt, ey. Die Haupthalle. Finde den Kamionett. Alter, wen soll ich finden? Shit. Okay. Oh, mach ich den kaputt oder gehe ich hier einfach runter? Was ist der smarteste Move? Töten. Töten ist immer gut. Dich lenken wir mal eben ab. Moment mal. Hä, wo gehst du denn hin, du Idiot? Als ob er mich sieht. Komm, stell dich doch einfach mit dem Rücken zu mir, Alter. Wie die sich da immer hinstellen? Schön den Arsch rausstrecken. Da stehen die drauf. Oh, knack. Keiner. Was ist ja eigentlich von Ubisoft die kostenlosen Games oder? Ne, weil das ist ja Ubisoft, ja. Es gibt kostenlose Games. Ja, momentan habe ich noch den Pass von Ubisoft. Okay, wie komme ich an dir vorbei? Gar nicht gut. Okay, wie kann ich denn den ablenken? Ist irgendwas bei ihm in der Nähe? Nee, ne? Ja, aber ich würde mal gerne probieren, ob das geht, ohne Ballerino. Aber der hat hier halt nichts zum Ablenken. Vielleicht das da? Das juckt ihn halt nicht. Scheiße. Ich könnte... Oh. Wait a minute. Ich könnte... Jetzt pass auf, jetzt habe ich das Ding, Audioshock-System, Synapsen-Burnout, tödlich. Wo ist denn der her? Aha, versuche mit dem Schaden, aha. Optik-Neustart, statt die Option, blind. Das ist nicht schlecht. Wir machen das mal raus. Machen das hier rein. Es gibt auch noch welche mit 6. So, einmal die Optik neu starten. Und ciao. Als ob, wie soll ich denn da hinkommen?
Was zur Hölle? Bin da. Okay, juckt ihn anscheinend nicht. Cool. Wait. Wenn ich das jetzt hacke. In die Richtung oder hier zu den Boys? Warum kann ich in denen jetzt hier nicht abmurksen? So eine Käsekacke, ey. Zu den Boys. Okay. Dann. Gesichtet. Aha. Okay, scheiße. Überlastung initiieren, dann kabumm. Geh zum Wagen. Easy game. Okay, bin am Van. Kein Zeichen vom Runner. Ich sehe alles. Also sei still. Okay, tut mir leid. Dann ich mit dem Wagen. Wo du schon mal hier bist, sagst du mir vielleicht, was wir sehen? Datenflugkarte von Pacifica. Sie wollen Agua. Wer sind Sie? Ach, manchmal habe ich auch gute Einfälle. Sie sind immer hinter uns her. Wonach suchen Sie genau? Interne Datenspeicher. Wenn Sie unsere Eis durchbrechen, holen Sie sich Agway und das ganze Netz. Wie damals bei Bartmus. Aber ihr habt doch garantiert ja. Webcrawler, Code Mirrors. Alle 5 Jahre eine gute Idee. Die wollen Sie auch. Wie schlimm ist es? Ich weiß nicht, wie viele Daten Sie haben, aber Ihre Karte ist nicht vollständig. Sie haben noch keine Quellvalidierung. Okay, was soll ich machen? Den Agenten erreichen. Jetzt finden wir ihn leicht. Sieh auf die Karte. Er ist im Kino. Cool. Tritt beiseite. Das ist nicht dein Krieg. Matt. Was ist? Placid? Wir werden rausgedrängt. Nee, das geht aber nicht. Der Runner weiß, dass du hier bist. Hol ihn dir. Könnt ihr ihn nicht übers Netz erledigen? Er ist bestimmt mit dem Van verbunden. Ich kann seinen Schutz nicht durchdringen. Du musst ihn finden. Ihn stellen. Also, ich bin enttäuscht jetzt. Okay, was mache ich, wenn ich ihn hab? Sag ich dir dann. Okay, scheiß auf Netwatch, ey, ganz ehrlich. Der Agent versucht dich zu blockieren. Die Animals kommen gleich. Durch den Aufzugsschacht zur Lobby auf der linken Seite. Oh, scheiße, 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 von wo? Dort sieht dich niemand. Ich hab gesagt, sie mich nicht mit Netwatch anlegen, hey, aber. Keine Angst, Häschen! Oh Junge, der ist einfach hochgesprungen. Der ist ja krass. Netwatch, Madwatch. Ist mir doch egal. Wir können doch nichts. Komm schon, ich verspreche auch, dass ich dich nicht kalt mache. Oh oh. Okay. Ciao. Jetzt muss ich doch schießen. Steht da auf einmal einer, ist doch kacke. Als ob der mich von da hinten trifft, finde ich frech. Bis dahin muss er. War's gut. Okay, warum geht er runter? Ich weiß es nicht genau. Okay, rennen wir rum. Wer ist er denn hier?
Okay, cool. Okay, ich glaube, du willst Stress, oder? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Hallo. Die haben mich auf den Boden geschmissen. Hallo, kann ich wieder aufstehen, bitte? Hallo. Was sieht? Was ist los? Den Schwein will ich haben. Bleib konzentriert, ja. Ich kümmere mich. Ich hau dir aufs Maul. Okay, ich hau dir doch nicht aufs Maul. Hilfe! Er wird ihn nicht lang halten können. Er ist im selben Subweb wie die Alpha. Erledigt. Weg hier. Alter. Nee, nee. Oh Gott. Aua. Okay, juckt irgendwie gar nicht. Die Rose. Mathilda. Was ist los, Mathilda? Wir könnten doch Freunde werden. Wie sieht's aus? Kein Bock? Schade. Okay, trifft einfach gar nicht. Ach, brauche ich nicht. Okay, das geht dann nicht mehr. Ah, ja. Stelle. Also. Da ist Feuer, bitte. Schlampe. Ich glaube, die hat genug. Erstmal schießen. Ah, so, ich muss da lang, alles klar. Oh, erstmal. Warte. Hier, das brauche ich. Das ist wichtig. Hä? Aha. Hab ich? Frage ist, was? Ja, aber so eine Waffe. Ich hätte gerne einen legendären Revolver. Ich meine, der macht Damage und so. Ja. Aber, naja. Was haben wir denn hier so? Hm, cool, gar nichts Neues. Was Gutes. Hier ein paar Klamöttis. Gut. Hat ja auch nur über 30 Stunden gedauert, bis ich was Legendäres droppe. Kompromittiere ihn. Wir brauchen Zugang zu ihren Daten, klar? Du musst zuerst... Was sieht? Weg mit dir. Oh, hey. Sachte. Was hast du gemacht? Jetzt können wir ungestört reden. Hab die Verbindung zum Rest von Pacifica getrennt. Uns etwas Zeit verschafft. Der ist von Netwatch. Wenn du was anzubieten hast, sag's jetzt. Was ich treffen würde, sowas wie bei AC Odyssey. Kannst du es außen von anderen teilen? Ja. Gerade wolltest du mir noch eine Nulllinie verpassen. Und jetzt willst du reden. Nulllinie? Nein, nur ausbremsen. Aber ich hab dich wohl unterschätzt. Ganz ehrlich. Was soll ich tun? Netwatch ist, glaube ich, nicht cool. Ey. Zeit rennt ihr davon. Oh, du laberst zu viel. Scheiße. Was denn jetzt passiert? Hast du ihn getötet? Naja. Hey, wie? Alles okay? Sekunde. Du wärst fast verreckt wie der. Ach,
Too much information. Was ist passiert? Was denkst du denn? Die Voodoos haben gelogen. Du wurdest beschissen. Du warst ihre gottverdammte Kamikaze-Drohne. Das ist ja ekelhaft. Muss die Belohnung für deine Hilfe gewesen sein. Den Scheiß lasse ich mit mir nicht machen. Amen, Schwester. Auf zum Bettys. Sag mal, steht man hier? Der Bastard. Ich hoffe, er mag Überraschungen. Ja, hallo, ich kann ja nicht alles mit mir machen lassen. Man hätte sich bestimmt auch auf die Seite der Netwatch schlagen können, oder? Ich frag gar nicht, warum er das hat. Mhm. Cool. Nice. Ein Bulli. Was auch immer das ist. Gib mir das. Ich brauche es. Ist wichtig. So, tschüss. Herr Netwatch Agent. Es war sehr nett mit Ihnen. Kleidungsmann, echt? Ich habe halt keine Kleidung, wo ich was reinmachen kann. Weil ich halt immer die Sachen noch trage. Kann man eigentlich, man kann die ja aufwerten, aber kann man die auch Stufen verbessern? Also so von gewöhnlich zu legendär und sowas? Wahrscheinlich nicht, ne? Obwohl das cool wäre. Ja, das ist natürlich doof. Weil ich hätte eigentlich gern genau die Sachen, die ich habe, aber halt besser. Also, von der Stufe her. Oh, fuck. Sie lebt. Willst du mit Placid reden? Bist du deswegen hier? Ich kann dich zu ihm bringen. Ich auch. Der Kimono plus Rock fand ich ultra geil. Aber nur normale Sachen halt leider. Hab einen seltenen Rock gefunden, aber das war's. Ich finde ihn. Klar. Okay. Halt's Maul. Jetzt bist du aber ja richtig, du. Ich stehe in die Luft vor Wut. So, jetzt bin ich so wütend auf den, ich laufe da jetzt hin. Oder Farben ändern wäre halt auch cool, ne? Weil ich habe ja diese gelbe Jacke, die finde ich eigentlich voll geil. Aber die hätte ich gerne so in weiß oder in schwarz-grau. Seht! Hab mich selbst erschreckt. Spaß. Komm ich da hoch? Ah, nee. Warum führt mich das Ding genau hier durch? Farben ändern und die Stufe hoch. Setzen, das wäre halt geil. So, beides. Also halt, wäre dann teuer natürlich, aber trotzdem wäre cool. Das ist halt das Ding. Erst, wenn man so Spiele spielt, fallen einem... Ja. Ich meine, es ist jetzt kein Beinbruch oder so, ne? Aber es wäre, das wäre halt noch cool. Ja, ratatatatata mach ich gleich hier mit Placid, ey. In seinem Gesicht mach ich das. Da rat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 
warst im Kriegsgebiet, wurdest getroffen. Mhm. Ganz einfach. Ich musste meine Leute rausholen. Nur das zählte. Wir wollten dich auch retten, aber Mosley war stärker, als wir dachten. Brigitte, ich will mit dir reden. Jetzt redest du aber mit mir. Unser Deal war der Gym-Job. Dir habe ich also nichts mehr zu sagen. Wir sind fertig. Passe, wir müssen runter. Es ist nicht vorbei. Netwatch kommt wieder. Tja, gut. Nicht mein Problem. Sie zur Gruft führen. Sie ist nur ein Ragnon, sonst nichts. Sieh dir die Scans an. Das habe ich. Sotti Kunia, vertut mon Sotti. Oh, du schickst Placid extra für mich raus? Ich will nicht, dass er dich verletzt. Das darf nicht geschehen. Du weißt vom Biochip, habe ich recht? Ja, wir müssen seinen Zustand prüfen. Was hast du auf den Scans erkannt? Mehr als Placid, ganz klar. Du hast den Biochip erkannt, weil du selbst nach ihm gesucht hast. Wir müssen dich untersuchen. Du hast die Gym nur auf Kosten des Chips überlebt. Placid und ich sind nicht wirklich Freunde geworden. Lass mich ungern rumschubsen. Und dann dieses mysteriöse Rumgenuschel in jeder Ecke. Da fällt mir ein, was bitte ist ein verdammter Ragnon? Ich erkläre dir alles, aber erst will ich wissen, ob der Biochip ganz ist. Falls ja, zahlen wir einen fairen Preis dafür. Der Biochip steht nicht zum Verkauf. Und du reißt ihn mir auch nicht aus dem Kopf. Das Ding war schon vor meinem Ausflug in die Gym im Arsch. Er funktioniert nicht? Das nicht. Aber niemand kann ihn mir rausnehmen, ohne dass es mich vielleicht umbringt. Aber da du den Diebstahl in Auftrag gegeben hast, kannst du mir vielleicht helfen. Woher weißt du das alles? Wie hast du uns gefunden? Der Name Evelyn Parker. Sagt dir was? Ah, die Puppe. Die Hure. Sie führte dich also zu uns. Dann war sie wohl doch nicht vollkommen nutzlos. Da kann man jetzt nichts drauf erwidern? Na gut. Kannst du mir helfen? Ja oder nein? Natürlich. Aber nicht hier. Wir gehen in die Gruft, wo du uns Zugriff auf den Chip geben musst. Wenn wir die nötigen Daten haben, tun wir alles, um dir zu helfen. Ernsthaft? Habe ich nicht schon genug für euch getan? Es ist nötig. Um ihn zu entfernen, müssen wir ihn untersuchen. Weil du mit leeren Händen dastehst, wenn du's verbockst? Ich gab dir mein Wort. Wir helfen dir. Hast du Nein gemacht? Also ich glaube nicht, dass die mir den rausnehmen können. Ja, weil das würde ich auch nehmen. Mache ich jetzt auch. Weil ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass die mir den entfernen können. Weil... Oder sie entfernen ihn mir und es ändert einfach gar nichts und Johnny ist immer noch da. Na dann, nach dir. Weil ich mach das jetzt auch. Weil es ist ja elementar wichtig, dass Johnny bei uns ist. Ihr scheint den Ort jedenfalls zu mögen. Aber ehrlich gesagt, wirkt ihr nicht gerade besonders religiös auf mich. Wir ließen die Götter auf Haiti, doch hier sind wir auch ohne sie stark. Ja, aber sagen wir mal, die könnten den rausnehmen, ohne mich zu töten. Würde ja auch keinen Sinn machen. Weil ich glaube schon, dass Johnny noch wichtig ist für uns. So storytechnisch. Wieso wusste Placid denn nichts über den Biochip? Er hat ihn in den Scans nicht erkannt. Nur wenige von uns wissen vom Compeki Tower. Aber Placid ist Yonbet de Bas. Naja, muss nicht sein. Er hat ja gesagt, technisch sind, was das angeht, seine Fähigkeiten begrenzt. Die könnten sich damit ja besser auskennen, also. Die sind ja auf sowas spezialisiert. Das siehst du bald. Aber ich hätte auch nicht Nein machen können, weil mich interessiert hat einfach, was hier passiert. Ja, die hätten mir auch helfen können, das stimmt natürlich. Der Watcher hat den Biochip nicht bemerkt. Seltsam.
Er hatte keine Gelegenheit. Gut. Ja gut, Takamura muss sich damit nicht unbedingt auskennen. Also ich glaube, der hätte mir nicht wirklich helfen können. Ist das ein alter U-Bahn-Tunnel? Nein, Teil des alten Maglev-Systems. Als doch alle Staaten verbunden waren. Aber wie hieß der Hellmann? Das Net brach es nach dem Krieg. Der hätte mir helfen können. Wie hm, noch mehr Kondome, geil. Also hätte ich gewusst, dass das hier... Naja gut, aber wenn er keinen kennt, der ihm helfen kann. Weil er hat der Hellmann gesagt, ne, dass er den er kannte. Wusste aber nicht, wo er ist. Wir bringen dich in den Cyberspace. Der beste Ort für die Interaktion mit dem Konstrukt. Das heißt, ihr habt eure eigene Synth-Tech-Schnittstelle. Wir haben von allem eine eigene Version. Wir benutzen nichts aus der Stadt. Krass. Ja, hat er gesagt. Hör mal, welche Garantie bekomme ich, dass ich zurückkommen werde? Du wirst in unserer Datenfestung sein. Bewacht. Beruhigend. Von euch. Wüsstest du, was im Cyberspace auf dich wartet, würdest du dich nicht beschweren. Was ist der Unterschied zu normalem Netrunning? Die Schnittstelle zeigt dir die Datenebenen direkt aus dem Net. Lesbar. Cool. Normale Runner sehen nur eine Karte. Sie sehen nichts unter der Oberfläche. Ihre Tech ist zu schwach dafür. Moment mal. Ich will erst wissen, wofür ihr Silverhand braucht. Wir wollen Alt Cunningham kontaktieren. Wir wissen, sie stand Silverhand nah. Alt? Der Relic, der Arasaka so wichtig war, ist unsere einzige Spur. Alt Cunningham. Schon mal gehört. Oh. Wo denn? Von wem? Johnny. Er hat mir ein bisschen von ihr erzählt. Johnny? Also gut wie... Du solltest das hier sagen. Mach ich doch. Was sagen? Was mit uns? Das Konstrukt ist aktiv. Dadurch können Johnny und ich manchmal quatschen. Mhm. Abhängen, das weißt du? Schauen wir uns auch noch. Netflix was? And chill. Meinst du, ich halluziniere und rede mit einem imaginären Freund? Es ist noch unklar, wie ein Engramm in einem menschlichen Neuralnetzwerk existiert. Eins sage ich dir, ist für den Menschen nicht so lustig. Wie willst du Alt kontaktieren? Ich schneide ein unverkennbares Stück aus Silverhands Engram aus dem Biochip. Alt wird es erkennen. Und antworten sollte nach Jahren jenseits der Blackwall in ihr etwas Mensch übrig sein. Moment, was? Du hast nichts davon gesagt, die Blackwall zu durchbrechen. Jetzt schon. Direction connecte. Connection stop. Du bist anscheinend der Köder. Ist dir das recht? Ja, scheiß drauf. Mach, was sie sagt. Okay. Oh, komm schon, nicht in die Wanne. Wir müssen dich für den Cyberspace vorbereiten. Die neuralen Anforderungen bist du nicht gewöhnt. Mach keinen Rückzieher, wie. Tu, was sie sagt. Ich hab keinen Bock, mit dir abzubrutzeln. Was willst du von Alt? Was wollt ihr alle von ihr? Nur Alt kann uns sicher über die Blackwall bringen. Kommt der Wandel. Wollen wir auf der Gewinnerseite sein? Der Wandel? Als die Blackwall erbaut wurde, dachten alle, das Eis wäre genug und würde die wilden KIs fernhalten. Doch Technologie entwickelt sich weiter. Es steht eine weitere Katastrophe bevor. Sie kommt bald. Ganz sicher. Ganz sicher. Sie sehen die Gefahr nicht. Doch wir werden bereit sein. Was genau ist die Blackwall? Ich meine, ich weiß... Du weißt nur, was Netwatch dir erzählt. Die letzte Bastion gegen die Nachkriegs-KI. Der Triumph der Menschheit übers Chaos. Klingt wie die Netwatch-Propaganda am Samstagmorgen. Hm, schön. Aber die Blackwall ist selbst eine KI. Die Grenzkondition lässt nichts durch. In keine Richtung. Würden KIs wie Menschen denken, wäre sie ein Verräter für sie. Was ich sagen muss... Ich finde, dass hier, also wo wir jetzt hier unten sind und so, ich finde die ganze Atmosphäre richtig nice, auch mit dieser etwas düsteren Musik. Halt's Maul, ich bin gerade am Reden. Mein Gott, ey. Ich dachte, die sind so krass technisch bewandert. Das ist einfach klar, was fordern. Yo, 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 guten Appetit. Tun wir's. Na dann, rein da. Leon avec Donkey. Vor allem mit Sachen? Hm. Sind ja auch kalt. Okay. Was jetzt?
Johnny. Paris. Marie Plongée. Es ist so kalt.